Ich begrüße Sie sehr herzlich aus Tel Aviv in Israel zu einem neuen Forum Demokratie. Revolutionen und Umbrüche verändern die Welt schlagartig. Einer dieser wegweisenden Umbrüche war die Islamische Revolution im Iran 1979. Der Einfluss dieser Revolution auf die Stabilität im Nahen Osten und weit darüber hinaus wirkt bis in die Gegenwart, auch in die deutsche Außenpolitik. Für Deutschland ist das keine leichte Situation, denn die deutsche Außenpolitik ist nach dem Holocaust von der besonderen Verantwortung für das Existenzrecht Israels mitgeprägt. Vor diesem Hintergrund sind die Entwicklungen im Nahen Osten ein bedeutender Faktor. Grund genug also für das Forum Demokratie, die islamische Revolution in Ursachen und Wirkung näher zu betrachten. Und ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer Runde. In unserer Reihe Forum Demokratie beleuchten wir politische Prozesse aus einer historischen Perspektive. In diesem Jahr folgen wir der Jahreszahl 9 durch das letzte Jahrhundert. Denn in diesen Jahren vollzogen sich oft wegscheidende Demokratieentwicklungen in Deutschland. Nachdem wir bereits in den Jahren 1919, 1929, 1949 und 1969 Halt gemacht haben, reisen wir heute in das Jahr 1979. In diesem Jahr wurden nicht nur die Grünen als Partei gegründet, sondern in diesem Jahr fand die Islamische Revolution im Iran statt und stellte die Welt vor komplett neue Herausforderungen. Wir wollen fragen für den Iran, die Region und den Nahen Osten und die Weltpolitik, welche Folgen hatte diese Revolution? Und ich freue mich sehr über meine Gäste. Zum einen Botschafter Jakob Hadass Handelsmann, ehemaliger israelischer Botschafter in Deutschland. Ich freue mich sehr über den Bundestagsabgeordneten Jürgen Trittin von den Grünen, ehemaliger Minister bei den Grünen und stellvertretender Vorsitzender der deutsch-iranischen Parlamentariergruppe im Deutschen Bundestag. Und ich freue mich sehr über Arye Shalika, Buchautor und Publizist mit deutschen, iranischen und israelischen Wurzeln. Und ich freue mich sehr über Dr. Guido Steinberg, Historiker und Islamwissenschaftler von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Herzlich willkommen an Sie alle. Herr Trittin, wir wollen hier in Israel über die iranische Revolution von 1979 in einer Reihe wichtiger Wendejahre für die deutsche Politik sprechen. Muss man eine solche Diskussion auch immer vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte und der deutschen Verantwortung für den Staat Israel sehen? Mit Sicherheit. Ich glaube aber, ohne Ihrer nächsten Sendung vorgreifen zu wollen, das Jahr 79 hat ganz viel mit 89 zu tun. 89 gilt so als der Einschnitt, dass die Blockkonfrontation zu Ende war. Das, was sich in 79 abgespielt hat, war das Ende der säkularen Blockkonfrontation. Mit der iranischen Revolution zum Auftakt dieses Jahres scherte plötzlich ein Land aus dem Einflussbereich der USA raus, ohne sich den Russen anzuschließen. Diesen Irrtum haben Tausende von iranischen Kommunisten mit dem Leben und Knast bezahlt. Und am Ende dieses Jahres, deswegen ist das Jahr sozusagen in der Gänze von, glaube ich, großer Bedeutung, hat 79 dann Russland mit der Invasion in Afghanistan endgültig sozusagen dieses fast automatische Bündnis zwischen der sogenannten, damals hieß das so, Dritten Welt und dem realsozialistischen Block aufgekündigt, was dann in der Tat zu unter anderem in 9/11 geendet hat. Also ein ganz bedeutsames Jahr. Für Deutschland kam noch etwas hinzu, was auch mit dem Iran zu tun hat. Ausgelöst durch die iranische Revolution gab es zum ersten Mal seit 79 dann noch eine Ölkrise. Und parallel dazu passierte im Frühjahr dieses Jahres der Reaktorunfall in Harrisburg. Und damit war die Idee, die Helmut Schmidt mal hatte, aus der Abhängigkeit vom Öl, da reden wir heute bestimmt noch wieder drüber, rauszukommen durch die Nutzung der Atomkraft, plötzlich auch in Frage gestellt. Seitdem ist übrigens in den USA kein neues Atomkraftwerk mehr gebaut worden. Herr Botschafter, seit 1965 gibt es die deutsch-israelischen diplomatischen Beziehungen. Wenn man auf das Jahr 1979 schaut, wie hat Israel in der Zeit Deutschland betrachtet, vor allen Dingen Deutschland, das Beziehungen eben auch in die arabische Welt hatte? Wie waren die Beziehungen Deutschlands in die arabische Welt? Wie ich das erinnern kann, waren die Beziehungen in Deutschland mit der arabischen Welt ziemlich unterschiedlich, als es heute ist.
weil die Politik war damals etwas anders. Ich weiß, dass Deutschland immer gute Beziehungen mit Iran gehabt wegen der Vergangenheit, die Geschichte, gemeinsame Geschichte im 19. Jahrhundert. Aber mit der arabischen Welt war es noch immer etwas ganz anders. Ich kann mich noch erinnern, als ich, wir hatten einmal eine Botschaft in Katar gehabt. Und im Jahr 2002, 2003 war ich der Botschafter, sogenannte Botschafter in Katar. Und damals, nur damals wurde eine deutsche Botschaft geöffnet in Katar. Und der Botschafter hat mir erzählt, dass dieses Ziel wurde nicht erreicht worden, ohne dass die Entscheidung gab, eine Generalkonsulat irgendwo in Saudi-Arabien zu schließen und mit dem Budget eine neue Botschaft in Katar zu gründen. Und heutzutage ist die Lage Deutschlands in der arabischen Welt ganz anders. Wenn ich mich nicht irre, ist Deutschland im ganzen arabischen Welt vertritt. Also in jedem einzigen Land. Also eine große Änderung. Und wie der Herr Trittin das gesagt hat, also die Auswirkungen auf diese Revolution waren so groß, dass bis heute wirken, dass im Nahen Osten, besonders heutzutage, man fühlt es sehr. Wenn ich darf nur über zwei Meldungen aus der letzten Stunde reden. Jetzt habe ich gerade gesehen, dass Präsident Trump gesagt hat, dass neue Sanktionen über Iran eingesetzt werden. Zu der heutigen Zeit kommen wir später noch. Und dass der israelische Chef von unserer Nuklearagentur in seiner Rede in der Generalversammlung von IAEA in Wien gerade jetzt gesagt hat, dass die Beweise sind, dass Iran noch immer mit ihrem militärischen Nuklearprogramm fortsetzt. Wir bleiben noch mal ein bisschen bei der Historie. Herr Schalika, Ihr zweiter Vorname ist Sharus, das ist ein persischer Name. Ihre Eltern stammen aus dem Iran, sind in den 70er Jahren aus dem Iran geflüchtet. Warum? Also meine Eltern sind im Iran geboren, in einer Kleinstadt, Borbul, am Kaspischen Meer. Meine Mutter ist dann direkt nach Teheran gezogen. Sie hatte eine schöne Jugend und das muss man sich vorstellen, in den 60ern im Iran konnte sie noch mit einem Mini-Kleid auf die Straße gehen. Also eine sehr moderne und schöne Jugend gehabt eigentlich. All ihre Freundinnen waren auch muslimische Mädels. Mein Vater ist in der Kleinstadt geblieben und dort hat er leider sehr viel auch Antisemitismus erleben müssen, in Borbul. Und im Endeffekt haben sie sich entschieden, in den Westen auszuwandern, in den Westen, um auch ihre Kinder in einem Land groß werden zu sehen, wo es keinen Antisemitismus gibt. Meine Eltern haben sich für Deutschland damals entschieden und sind somit in Göttingen gelandet, wo ich zur Welt kam. Das heißt, Ihre Eltern haben aber antisemitische Erfahrungen gemacht? Absolut, absolut. Also meine Mutter weniger. Mein Vater hat sehr heftigen Antisemitismus erlebt, weil eine persische Kleinstadt damals, wir reden jetzt hier über die 40er, 50er, 60er, war teilweise noch ummauert. Das heißt, die jüdische Gemeinde, es war eine Mauer drumherum. Und in diesem ummäuerten Gebiet haben die Juden gelebt, das hat sich Male genannt. Und die Muslime drumherum haben mal eine bessere Beziehung, mal eine schlechtere Beziehung der jüdischen Gemeinde gegenüber gehabt. Natürlich gab es auch für meinen Vater positive Erlebnisse. Er war zum Beispiel in der iranischen Armee damals und hat dort auch muslimische Freunde gehabt. Leider aber auch wurde er oft angegriffen, nicht nur er, sondern auch viele seiner Brüder, Geschwister, Cousins. Und irgendwann hat man sich entschieden, meine Eltern nach Westen auszuwandern. Und Göttingen war dann der Ort, wo ich dann zur Welt kam. Und meine Eltern dachten wirklich, in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, das ist der Ort, wo unsere Kinder dann in Freiheit aufwachsen können. Herr Steinbrück, jede Revolution hat so eine Art, oder hat eine Vorgeschichte. Das ist natürlich auch bei der Islamischen Revolution der Fall. Wann kann man diese Vorgeschichte datieren? Oder wo kann man da einen Punkt festmachen, wo man sagt, da hat es sozusagen angefangen? Es gibt sicherlich mehrere Punkte. Wir können Anfang des Jahrhunderts schon die Verfassungsbewegung im Iran uns anschauen. Vor allem aber unmittelbar auf die Ereignisse von 1979 wirkt die Regierungszeit von Schah Reza Pahlavi. Die beginnt im Jahr 1941. Und es ist vor allem ein Ereignis, das sehr, sehr viele Iraner geprägt hat und von dem sie bis heute reden. Das ist die Entmachtung des Premierministers Mossadegh im Jahr 1953.
durch einen Putsch, der natürlich nominell angeführt wurde vom Schah, der vorher faktisch für einige Zeit entmachtet war, der aber geführt wurde von der CIA und vom britischen MI6. Und diese Kombination, also die Tyrannei des persischen Herrschers, des eigenen Herrschers und die Bindung an einen Westen, der als ausbeuterisch, als imperialistisch wahrgenommen wurde, das ist aus meiner Sicht die unmittelbare Vorgeschichte dieser Revolution von 1979. Und der Kampf gegen den Tyrannen, der war natürlich immer auch ein Thema, aber der Antiimperialismus, den wir dann auch bis heute in der iranischen Politik sehen, der hat sehr, sehr viel mit der Rolle der Briten zunächst einmal und dann der Amerikaner in der iranischen Politik zu tun und natürlich auch mit ihrem Einfluss auf die Ölwirtschaft des Landes bis ins Jahr 1979. Herr Trittin, würden Sie auch sagen, dass das sozusagen der Revolutionsimpuls war, nämlich der Sturz von einem ja eigentlich freiheitlich gewählten Premierminister Mossadegh 1953? Man muss bei solchen Ereignissen immer vorsichtig sein, das auf eine einzige Ursache zurückzuführen. Das stimmt fast nie. Wenn Sie mal zurückschauen in die 60er Jahre, da gab es eine große exil-iranische Community. Jemand wie Bahman Neromand war einer der Intellektuellen der 68er-Bewegung und die Auseinandersetzung um den Tod von Benno Ohnesorg hatte damit zu tun, dass die Studierenden damals der deutschen Regierung vorgeworfen haben, mit diesem Diktator zu paktieren. Der Geheimdienst war es, der mit den Dachlatten auf die Studierenden zugegangen ist. Das heißt, es gab so eine gewisse Vorgeschichte, die in der diktatorischen, autoritären Verfassung des Iran selber unter dem Schah begründet war. Und ich denke, es gab einen zweiten Punkt, der allerdings dann bis heute länger vorwirkt. Das ist das, was Herr Steinberg sagte mit dieser Mossadegh-Geschichte und dieser Frage, ob man zum Objekt auswärtiger Mächte wurde. Und das ist ja nicht vergnügungssteuerpflichtig, als deutscher Parlamentarier im Iran zum Beispiel die Frage zu diskutieren, wieso steinigt ihr Leute, warum hängt ihr Minderjährige auf und diese ganzen Fragen. Das ist ja Sinn solcher Parlamentariergruppen. Wenn Sie dann mit Teilen der Opposition dort sprechen, zum Beispiel mit einer Shiri Iribari und anderen, dann gibt es immer einen Punkt, wo die sagen, das geht nicht. Und das ist der Referenzpunkt Mossadegh. Das eint zumindest weite Teile der Opposition im Lande mit dem Regime. Und das ist, glaube ich, auch eines der Dinge, wo man sozusagen so eine nationale Erzählung hat, die jenseits der Frage der Auseinandersetzung der inneren Verfasstheit, der äußeren Aktionen und Ähnlichem die Bevölkerung so als so eine nationale Erzählung trägt. Botschafter der Westen und die USA haben den Schah gestützt und der Iran wurde damit wurde die USA zum Feindbild im Iran, ganz klar. Kann man das so sagen? Und 1977 hat die USA sich auch immer noch hinter den Schah gestellt. Kann man sagen, dass die USA zu lange mit dem Falschen paktiert haben? Man muss nachdenken, wie der Zeitgeist war damals. Und jetzt kann man sagen, ja, man sollte es etwas ändern, aber was war das Ersatz? Es gab keinen Ersatz. Und für die iranischen Leute, die haben eine Hoffnung gehabt, dass man hat sich nachgedacht, dass schlimmer könnte es nicht sein. Und Schach war ein Tyrannie. Heute wissen wir es mehr als vorher. Hat man gedacht, ja, jetzt wird es etwas nur besser sein können. Und wenn eine Umfrage in Iran heutzutage stattgenommen hatte, dann eine freie Umfrage, dann bin ich sicher, was die Ergebnisse darüber sein könnten. Eine Tyrannie wurde von einer anderen Tyrannie ausgewechselt. Dann stellt sich die Frage, was ist das? Aber ob die USA hat sich geirrt, wir irren uns immer. Also das heißt, in historischer Ausbild ist es immer so. Und ja, die Frage ist immer, ob der Tyrann oder der Ruler anerkennen kann, zeitlich,
wann es eine Änderung geben soll. Und die Geschichte zeigt uns, dass in Mehrheit ist es nicht so. Das ist too little and too late. Herr Schalika, wenn wir uns in das Jahr 1979 nochmal zurückversetzen, zur Zeit der Revolution, da war ja zu der Zeit eigentlich noch gar nicht so klar, dass es auch eine islamische Revolution im rein glaubensorientierten Sinne ist, sondern da waren ja durchaus auch säkuläre Kräfte an Also die säkulären Kräfte sind ziemlich am Anfang zur Seite geschoben worden, und mit zur Seite geschoben werden meine ich eigentlich ziemlich brutale Situation, die ich jetzt hier nicht groß, aber wir alle wissen, was damals passiert ist. Der Ayatollah kam an die Macht und er wollte die ganze Macht. Apropos Bahman, Niromant hat ja ein Buch geschrieben mit Gott für die Macht, und tatsächlich wollte er die totale Macht. Und Niromant ist ja hingefahren und dann wieder ins Exil gegangen. Absolut, absolut. Und das wirklich Traurige ist, dass er wirklich, dieser Ayatollah, der an die Macht kam, der eigentlich, viele Menschen hatten Hoffnung. Viele Menschen, die auf die Straße gegangen sind, bevor er kam, haben ihn begrüßt, haben ihn bejubelt. Man dachte, endlich Freiheit. Und am Ende kam es noch viel schlimmer als vorher. Und der Ayatollah hat eigentlich, Khomeini hat damals relativ am Anfang klar gemacht, was eigentlich seine Ziele sind. Und das Ziel, eines der Ziele oder das Hauptziel ist vielleicht die Expansion der Revolution. Er hat gesagt, der islamischen Revolution, man kann es jetzt noch als schiitisch-islamische Revolution heute, wenn man zurückschaut, weil wir wissen, was in den letzten 40 Jahren passiert ist. Und das ist eigentlich, hat er direkt am Anfang ganz genau seinen Masterplan aufgestellt und hinausgejubelt. Und heute sind wir 40 Jahre später. Herr Steinberg, der Westen wurde zum Feindbild im Iran, vielleicht auch deshalb, weil er ja eigentlich gegen sein eigentliches freiheitlichen Sinn gehandelt hat. Denn 1953 wurde ein frei gewählter Premierminister zur Seite geschoben, und damit hat der Westen doch eigentlich gegen seine Prinzipien verstoßen. Ist das ein Grund, warum der Westen auch zum Feindbild wurde? Zumindest die USA und die Briten. Ich würde nicht sagen, dass die Deutschen oder andere Staaten da ähnlich ins Feindbild gehören wie diese beiden Staaten. Aus meiner Sicht haben die Iraner doch sehr, sehr deutlich erkannt, welche Staaten verantwortlich waren. Und es ist einerseits so, dass das Regime damit spielt, mit diesen Ressentiments gegenüber den Amerikanern, die es immer noch gibt. Und dass gleichzeitig diese Erfahrung von 1953 immer noch eine Rolle spielt. Nun ist es halt so, dass wir mittlerweile wissen, dass in der Weltpolitik der USA, aber auch in der Weltpolitik der Europäer, so wie es die gibt, natürlich Demokratieförderung eine wichtige Rolle spielt, aber für bestimmte Regionen nicht. Und das ist vielleicht eines der großen Versäumnisse der USA in der Phase, als es noch ging, im Kalten Krieg darauf zu achten, dass die eigenen Verbündeten vielleicht anders auftreten, Veränderungen durchsetzen und so weiter. Da denke ich nicht nur an Iran, da denke ich natürlich auch an Staaten wie Saudi-Arabien. Ich möchte noch einen Punkt machen zum Schah, weil ich glaube, dass ihn etwas unterscheidet von anderen Despoten, mit denen die Amerikaner zusammengearbeitet haben. Er war nämlich so inkompetent. Er ist ja, er kann sich ja vor allem in den 70er Jahren, aber auch schon vorher, oft nicht entscheiden, ob er denn nun auf brutale Repression setzt, die es zeitweilig gibt, und dann wieder Zugeständnisse zu machen. Und das ist aus meiner Sicht einer der Gründe, weshalb er die Macht dann verloren hat. Aus meiner Sicht hätte er sie nicht verlieren müssen. Und gerade der Vergleich zwischen dem Schah und Khomeini zeigt uns ja den Unterschied. Da haben wir auf der anderen Seite jemanden, der absolut entschlossen ist, der am Anfang schwach ist, der nur wenige, wirklich verhältnismäßig wenige Anhänger hat, wenn man es vergleicht mit den Kommunisten, wenn man es mit den Volksmujahedin vergleicht oder auch den Nationalisten im Land. Aber da ist jemand, der ist absolut entschlossen, und das gilt auch für seine Nachfolger. Die setzen, wann immer es sein muss, auf eine Repression, wie wir sie vor allem in ihrer Effektivität sonst nicht in der iranischen Geschichte kennen. Und ich glaube, dass das eine Rolle spielt. Der Schah ist eigentlich nicht in der Lage, dieses Amt auszufüllen. Das merkt man in verschiedenen Phasen der Geschichte. Aber in den letzten beiden Jahren vor der Revolution
Da setzen die Amerikaner aus meiner Sicht auf den Falschen. Hätten sie es, das ist jetzt etwas zynisch, aber hätten sie es wirklich vernünftig gespielt, hätten sie ihn ersetzt durch eine andere Figur aus dem Machtapparat. Wenn wir nach Deutschland schauen in dieser Zeit, da gab es ja Verbindungen zwischen Exil-Iranern und auch linken Gruppen in Deutschland. Es gab aber auch natürlich innerhalb der bürgerlichen Schicht viele, die die Kaiserin Soraya verehrten. Wie gespalten war die Gesellschaft bezüglich des Iran in der Zeit? Das war schon Majestätsbeleidigung, dass die Studenten 68 da gegen den Schah demonstriert haben. Es gab so ein Kinderlied, Soraya schenkt dem Papst ein Söhnchen, sonst schmeißt er dich vom Trönchen. Also die spielten eher in dieser bunten Glitzerwelt eine entsprechende Rolle. Aber lassen Sie mich nochmal zu dieser Frage Westen sagen. Die Iraner haben das nach meiner Einschätzung teilweise sehr gezielt auch gewusst. Es waren deutsche Diplomaten mit Hans-Dietrich Genscher, die viel dazu beigetragen haben, diesen Vereinbarung zu brokern, wenn man so will, die dann zur Freilassung der Botschaftsangehörigen geführt hat, die die Iraner als Geiseln genommen hatten. Und ich glaube, wenn man über Traumata spricht, auch Traumata im Regime, die mögen einem nicht gefallen. Aber da muss man sie trotzdem ansprechen. Es gab ja danach noch eine weitere Erfahrung, die die Iraner gemacht haben. Das war der Krieg, den Saddam Hussein, übrigens mit Unterstützung der Europäer, die Franzosen haben hunderte von Milan-Raketen dafür geliefert, mit Hilfe aus Deutschland stammenden Know-hows, mit Giftgas, über 8 Jahre gegen den Iran geführt haben. Das ist auch ein Bestandteil dieser nationalen Erzählung, die kommt, wir werden von außen bedroht und da stecken bestimmte Kräfte hinter. Deutschland war da immer in einer anderen Rolle. Das wird Ihnen jetzt teilweise auch vorgehalten, dass wir solche Dinge besser nutzen können, weil es noch Gesprächskanäle gibt, also so im Konflikt zwischen Donald Trump. Aber diese Erzählung, von außen angegriffen zu werden, in Giftgaskriege verwickelt zu werden, das ist eine Erfahrung, die eine ganze Generation, glaube ich, im Iran geprägt hat. Herr Botschafter, welche Rolle haben denn Wirtschaftsinteressen in dieser Zeit gespielt? Die Abhängigkeit vom Öl des Westens spielt hier eine große Rolle. Ja, es spielt immer. Und damals spielte es noch eine größere Rolle als heute, weil heute gibt es die sogenannten Nachhaltigkeiten oder erneuerbaren Energien und Deutschland ist Weltmeister in diesem Bereich. Damals war es ganz anders. Alle Länder mussten noch ihre Energieversorgung aus dem Nahen Osten bekommen. Meiner Meinung nach war Europa noch immer unter diese Traumata von 1973, dieser Krieg, Yom Kippur oder Oktoberkrieg, wo es gab diesen Boykott gegen Europa und die hatten Angst gehabt. Und wir haben vor wenigen Minuten über die USA und Großbritannien Rolle gesprochen. Lassen Sie uns nicht vergessen, und über Deutschland, dass die Franzosen zum Beispiel, Frankreich hat Khomeini und seine Leute ein politisches Asylum gegeben. Ich kann mich noch immer erinnern am Fernsehen, man kann das immer sehen, wie der Khomeini an Bord eine französische Air France Jumbo-Jet nach Iran eintrifft und steigt aus diesem und das Logo von Air France oben. Also die alle hatten auch wirtschaftliche Interesse gehabt, aber auch politische, weil Iran, Türkei und Israel die drei Länder, die nicht arabische Länder im Nahen Osten sind. Und damals gab es diese politische Ideen, dass diese nicht arabische Länder, die eine westliche Beziehung machen und so weiter, dass angefangen hat schon in den 50er Jahren, also als Israel von Ben-Gurion war der Premierminister in Israel, er war einer der Initiatoren dieser Allianz zwischen die drei nicht-arabische und dann auch in Afrika, zum Beispiel Äthiopien und so weiter. Herr Steinberg, wann begann denn der islamische Fundamentalismus, diese Revolutionsbewegung tatsächlich zu dominieren? Das war ja nicht von Anfang an der Fall. Nein, das ist richtig so. Deswegen reden wir auch in der Forschung und teils auch in der Öffentlichkeit zunächst einmal von der iranischen Revolution. Es war eine Revolution, die war getragen von ganz unterschiedlichen Gruppen, bei denen man sich heute noch fragt, wie ist es denn gelungen, die alle unter einen Hut zu bringen. Und die Symbolfigur dieses Widerstands, dieser Revolution war Ayatollah Khomeini. Und einer der großen Fehler der iranischen Revolutionäre war aus meiner Sicht, dass sie ihn nicht ernst genommen haben.
Das kennen wir auch aus der deutschen Geschichte. Es werden die nötigen Bücher nicht gelesen, die der künftige Herrscher schreibt. Das war auch bei Khomeini so. Er hatte schon in einem sehr frühen Werk von 1941 wichtige Ideen aufgeschrieben. Das war allerdings damals noch anonym. Es war seit Anfang der 70er Jahre klar, seitdem er sein Hauptwerk publiziert hatte, die islamische Regierung, war klar, in welche Richtung er gehen will. Also, genau, die Herrschaft des Rechtsgelehrten, und es war auch klar, dass er sich als diesen Gelehrten sah, der letzten Endes eine alleinige Entscheidungsbefugnis in allen wichtigen strategischen Fragen hatte. Seine Umgebung, die er in Paris um sich geschart hat und unter der viele liberale Nationalisten waren, auch einige, die etwas islamischer orientiert waren, wie der Mehdi Bazargan beispielsweise, die haben das einfach ignoriert. Und ich erinnere mich noch an ein Interview mit Bazargan im Spiegel, in dem er dann behauptete in den 80er Jahren, dass man das ja nicht habe wissen können. Und ich habe vor einigen Tagen dann nochmal gelesen, Peter Scholl-Latour, Allah ist mit den Standhaften, der genau das in den 70er Jahren schon geschrieben hatte. Der sagte, man muss eigentlich nur lesen, was dieser Mann schreibt, dann weiß man, in welche Richtung das geht. Und Khomeini hat die Schwäche seiner Gegner und vor allem ihre Zerwürfnisse untereinander gnadenlos ausgenutzt. Das waren dann zunächst, also in schneller Folge wurden dann zunächst einmal die Nationale Front ausgeschaltet, die Volksmujahidin, die Kommunisten. Das dauert einige Jahre, aber weil die nie zusammengearbeitet haben, sind sie nicht in der Lage, sich gegen die Islamisten durchzusetzen. Ich würde so sagen, ab 1983, 84 ist vollkommen klar, dass alle Gegner keinerlei Chance mehr haben, dieses Regime zu beseitigen. Sie haben beschrieben, dass Ihre Mutter noch im Minirock damals im Iran unterwegs war. Es gab also durchaus einen sehr modernen Teil der Gesellschaft. Wie hat man diesen modernen Teil der Gesellschaft denn überhaupt mit diesen religiösen Doktrinen locken können? Oder war es tatsächlich so, wie Herr Steinberg sagt, dass man es eben einfach nicht gelesen hatte, was Khomeini vorhat? Also erstmal ist komplett richtig. Natürlich hat man nicht gelesen, was der Herr von sich gegeben hat. Genauso wie wahrscheinlich viele Deutsche nicht wirklich. Die Buchstaben waren zu klein. Ich nehme an, auch dass viele Deutsche nicht Mein Kampf gelesen haben, bevor Hitler an die Macht kam. Das heißt, es gibt Situationen, wo man einen bestimmten Menschen eventuell nicht ernst nimmt, der aber mit einem riesigen Willen kommt, denkt, dass er der Vertreter Gottes auf Erden ist. Und das ist natürlich ein ganz anderer Drive. Im Großen wollten ihn sehr viele weghaben. Und dann gab es die Tude-Leute und es gab die Mujahideen und es gab die Säkularen und alle waren unzufrieden. Und die sind parallel gelaufen. Irgendwann hat man sich an der Kreuzung getroffen. Alle hatten ein Ziel. Aber wer, ich sage jetzt mal, diese Revolution fast schon gehijackt hat, das sind die Islamisten. Mehr oder weniger kann man das in der heutigen Realität vielleicht ein wenig vergleichen mit was in Ägypten passiert ist, damals am Tahrir Square. Auch dort kamen verschiedenste Strömungen des Landes zusammen, Gesellschaftsgruppen. Aber die am besten organisiert waren, das waren in Ägypten vor 10 Jahren die Muslimbrüder und vor 40 Jahren im Iran waren es die Islamisten. Und leider Gottes ist es für sehr viele, die eigentlich wirklich Freiheit wollten und diesen Minirock weitertragen wollten, kam es noch viel schlimmer als vorher. Und kein Wunder, dass heute eine riesige exil-iranische Community in Deutschland, in England, in Italien, wenn man nach New York oder Los Angeles fliegt, hört man fast schon mehr Persisch als Englisch oder Spanisch. Herr Trittin, wann wurde den Menschen im Exil denn auch klar, dass Khomeini da eine klare islamische Gesellschaft formen möchte und die Scharia auch tatsächlich zum Gesetz erheben würde? Das kann ich nicht auf ein Jahr qualifizieren. Ich will das mal so aus der Sicht, wer damals an der Göttinger Universität Büchertisch gemacht hat und so sagen, als dann unsere Bündnispartner, und das waren Leute aus der Tude-Partei, andere Linksradikale, plötzlich erneut wieder ins Exil mussten, ermordet wurden, umgebracht wurden. Da war klar, dass die Auseinandersetzung, wo man gemeinsam den Schah gestürzt hat, übernommen worden ist. Deswegen habe ich vorhin gesagt, das Ende sozusagen der säkularen Blockkonfrontation, die Kapitalismus gegen Kommunismus, wenn Sie es so schematisch sehen wollen, mal bestanden hat, dass sich das durch ist. Das war auch übrigens für die radikale Linke oder die Linke in den westlichen Gesellschaften etwas Neues. Die hatten erst Schwierigkeiten damit zu sagen, naja, ist gut,
dass da was passiert, wie sie Schwierigkeiten hatten übrigens mit Solidarność auf der anderen Seite. Aber am Ende lernten sie eben auch, dass der Kampf um die Macht am Ende dazu geführt haben, dass eine nicht aufklärerische, nicht säkulare, religiöse Macht am Ende gewonnen hat. Und das ist ein bisschen auch die Tragik derjenigen, die damals sozusagen von links aus an dem Sturz des Schahs mitgewirkt haben. Herr Botschafter, wann kann man denn sagen, wurde die Revolution auch tatsächlich offen antisemitisch? Ich kann nicht genau ein genaues Datum geben, aber es war so ziemlich fast schnell nachher klar geworden, dass das auch antijüdisch ist, nicht nur anti-israelisch, aber auch antijüdisch. Heute ist es mehr, nein, anti-israelisch zu zeigen, weil es ist nicht populär zu sagen, auch mit für diejenigen westlichen Staaten, die gute Beziehungen mit Iran noch immer haben, es ist nicht sehr vernünftig zu sagen, ja, wir sind sehr antijüdisch, aber die sind antijüdisch und die sind antijüdisch wegen ihrer schiitischen Ideologie, das Verbreitung von dieser für den Islam nicht nur gegen die Sunniten, aber gegen auch die anderen Ungläubigen, also Juden und Christen. Und Baha'is, Zarathustra, ja, alles, was nicht schiitisch ist, ist verboten. Und man muss dagegen aktiv kämpfen. Aber wie gesagt, heute aus politischen Gründen ist es nicht sehr populär zu sagen, wir sind anti-Judis, denn deswegen sind wir nur anti-israelisch. Die sagen immer, wir haben nichts gegen die Juden und. Macht keinen Unterschied. Die wollen uns zu vernichten. Und vor wenigen Minuten wurde hier betont, dass man soll nur das lesen oder zuhören, was die sagen oder was sie schreiben. Herr Steinberg, war der Antisemitismus denn auch ein Mobilisierungsinstrument für die Massen? Kann man das so sagen? Ja, auf jeden Fall. Und wir sehen das, glaube ich, in dem Moment, in dem die iranische Revolution islamisch wird. Und in der Praxis können wir den Antisemitismus des Regimes erkennen, als die Beziehungen in den Südlibanon aufgebaut werden. Also allerspätestens im Sommer 1982, als die Iraner die Hisbollah gegründet haben, das muss man, glaube ich, so hart sagen, Revolutionsgardisten geschickt haben, die teilweise schon in den 70er Jahren dort von linken palästinensischen Gruppierungen ausgebildet worden waren für den Kampf gegen den Schah. Also spätestens im Sommer 1982 sehen wir eine Frontstellung. Da versucht das neue Regime, die Islamisten im Iran, versuchen, eine Front aufzubauen. So. Und da geht es natürlich einerseits darum, die eigene Ideologie in die Tat umzusetzen. Das kann man kann damals von Iran aus schlecht die Israelis angreifen. Deswegen ist der Südlibanon da so wichtig. Es wird die Gelegenheit genutzt, dass die Israelis im Südlibanon 1982 vor allem in der Behandlung der Schiiten schwere Fehler machen. Und da wird natürlich ein Konflikt genutzt. Wir müssen ja immer sehen, dass Khomeini sich selbst nicht als schiitischen Islamisten sieht, sondern als künftigen Anführer in der islamischen Welt. So, er muss trotzdem beobachten, dass nach einer anfänglichen Begeisterung unter vielen Islamisten denen klar wird, schiitischer Islamismus ist etwas ganz anderes als der Islamismus der Muslimbruderschaft in Ägypten beispielsweise oder der Islamismus der Moscheebesetzer in Mekka 1979. Also sucht er natürlich nach einem Element, mit dem man auch andere Islamisten oder Muslime insgesamt mobilisieren kann, auch als Schiit, und das ist der Kampf gegen Israel zuerst und dann so ein etwas breiterer Anti-Imperialismus, der ja bis heute dazu führt, dass die Iraner ganz gute Beziehungen zu Linken in Südamerika beispielsweise haben. Ja, das ist also das eine Element ihrer Ideologie, neben dem schiitischen Islamismus, das anschlussfähig ist für andere Gruppierungen. Und diese Gruppierungen sind dann eben so divers wie zum Beispiel der palästinensische islamische Dschihad in Gaza, heute nur noch ein Schatten seiner selbst, aber das war immer ein wichtiger iranischer Klient, obwohl es keine Schiiten sind. Und dann sehr, sehr merkwürdige... Oder Hamas. Die Hamas, zum Teil auch Taliban in Afghanistan. Ja,
Ja? Man kann die Hamas auch dazu zählen, aber dann auch Linke in Südamerika. Also kann man sagen, dass die schiitische Glaubensbewegung durchaus auch in den sunnitischen Raum mitwirken wollte? Ja, und das hat natürlich Konsequenzen gehabt. Der Anspruch, deswegen Ende der Säkularen, hat zu einer neuen nicht-säkularen Blockbildung geführt. Die Saudi-Arabien und der Wahhabismus konnte sich diese Herausforderung schlecht gefallen lassen. Und ein Teil dessen, was wir später erlebt haben, nämlich eine offensive Arbeit, die wir im Norden Malis, in der Mitte Malis erleben, durch wahhabistische Kreise bis hin zu Terrorgruppen wie ISIS, Al-Qaida, ist auch zu verstehen als ein Kampf über die Frage, wer hat die Hegemonie sozusagen innerhalb der internationalen islamischen Gemeinschaft. Und wir haben ja sozusagen verschiedene Tracks, die dann zu unterschiedlichen islamistischen Terrorismen führen. Und ich glaube, dieser globale Anspruch, den Khomeini gelegentlich formuliert hat, hat bei denen in Saudi-Arabien extreme Besorgnis ausgelöst und entsprechende Antworten erfordert. Also das ist halt eine lange Geschichte. Herr Botschafter, würden Sie sagen, dass die iranische Revolution auch die Geburtsstunde des politischen Islam war? War der Islam vorher schon so politisch oder war das die Geburtsstunde? Es war immer und ich habe ein Problem mit dieser Definition als islamische, politische Islam. Meiner Meinung nach, eine politische Idee widerspricht einer göttlichen Idee. Weil wenn jemand die Entscheidung treffen soll, dann was ist wichtiger? Was Gott uns befehlt angeblich oder was Politik uns befehlt? Aber die Iraner, die sind immer gute Schachspieler und die spielen ihre Karte sehr gut. Und ja, ich sehe es verschiedene Ebenen oder vielfältige Kampf. Also eines ist es über islamische Hegemonie, die glauben, das ist dieses ewige Kampf zwischen Schiiten und Sunniten, um die richtige Erbe einzustellen oder einzusetzen, was von ihnen geräumt wurde im Jahr 611, das heißt Hijr, in diesem Kampf, wo die legitime Erbe von der Prophet ermordet wurden, Al-Hassan und Al-Hussein, also in Karbala, was wieder einzusetzen. Zweitens ist das Kampf, wer im Islam führt, also Araber oder Nicht-Araber. Und wenn Sie die Saudis fragen, wer darf Islam führen, dann sagen sie, hätte Gott gedacht, dass Muhammad auch ein Iraner sein konnte, dann würde er wahrscheinlich Muhammad in Iran gefunden hat als Prophet. Aber das war nicht die Tatsache. Die Tatsache war, dass der Prophet war ein Beduiner, Araber in arabischen Peninsula. Und dann kommt die Weltpolitik, also die regionale Hegemonie, die Feindlichkeit und dann schließlich kommt es um die Leute. Es ist keine Demokratie. Man muss die Leute beherrschen. Und man beherrscht die Leute am besten, wenn man einen gemeinsamen Feind erfinden kann. Oder ja, in diesem Fall ist es Israel. Und die USA. Aber Israel ist etwas mehr als die USA für sie. Und also das ist eine vielfältige Arbeit oder Geschäft für die Iraner. Wie wichtig ist denn dieses Feindbild, zum Beispiel Israel und USA? Also erstmal, wenn man dem iranischen Regime und seinen Vertretern zuhört, dann reden die oft über nicht nur Israel und die Amerikaner, sondern auch über die Saudis und teilweise sogar über die Vereinigten Arabischen Emirate. Das heißt, es gibt hier, sie haben eine ganze Reihe von Feindbildern und sie reden auch gerne über das Dreieck Amerika, Israel und die arabische Welt. Weil es geht tatsächlich hier um, im Endeffekt geht es, und ich stimme hier meinen Kollegen zu, es geht hier tatsächlich um einen Nahostkonflikt, der Dimension hat. Und der Nahostkonflikt ist nicht zwischen Juden und Arabern oder zwischen Israelis und Palästinensern, sondern es geht hier tatsächlich um, wer gibt den Ton an in der islamischen. Das ist ein innerislamischer Kampf um
Hegemonie zwischen Sunniten und Schiiten. Und das ist das erste Mal, und das sind sich manche Menschen gar nicht bewusst in der Geschichte des Islams, 1400 Jahre mittlerweile, dass die Schiiten den Sunniten, obwohl sie in einer krassen Minderheit sind, auf Augenhöhe gegenüberstehen. Und das ist ein tagtäglicher Kampf, den wir hier im Nahen Osten um uns herum überall wahrnehmen. Libanon, Syrien, Irak, Gaza, Jemen. Sie versuchen, die arabischen Königreiche zu infiltrieren und, bis hin nach Afghanistan und darüber hinaus. Natürlich hilft es radikalen Machthabern, wenn sie bestimmte Feindbilder der einfachen Bevölkerung verkaufen. Bloß würde ich sagen, und da bin ich mir relativ sicher, ich habe bis heute auch noch Familie im Iran, die Menschen im Iran, sie sind intelligent. Sie wissen, dass diese ganze, größtenteils, natürlich nicht alle, je nachdem, ob man in einer Kleinstadt, einem Dorf oder in einer Großstadt, größtenteils weiß man, das ist nicht der Fall, was Khamenei oder die Revolutionsgarden ihnen verkaufen. Sie wissen, dass Israel keine Feindschaft mit dem Iran sucht. Sie wissen, dass auch die Amerikaner eigentlich keine Feindschaft wollen. Es kann sein, dass es ein anderes Ding zwischen den Sunniten und den Schiiten ist. Aber wenn ich hier aus der israelischen Perspektive kurz mir erlauben darf zu reden, Israel hat absolut kein Konfliktthema mit dem Iran. Man hat keine gemeinsamen Grenzen, man hat kein religiöses Problem, man hat nie irgendwie sich mal gegenübergestanden. Im Gegenteil, in den 70ern war man beste Freunde, bis es zur Revolution kam 1979. Und jetzt fühlt man sich bedroht. Herr Steinberg, wenn wir uns das Ganze mal so ein bisschen geopolitisch anschauen, dann bedeutete die Islamische Revolution ja auch ein Ende des Kalten Krieges. Kann man das so sagen? Nicht ein Ende, sowas hat es unmittelbar nochmal beeinflusst. Trittin hat das ja am Anfang schon mal erwähnt. Ich würde das gerne ein bisschen vertiefen. Ja, das ist das vorweggenommene Ende. Ne? Wir sehen ganz, ganz deutlich, dass die 70er Jahre so eine Art Wegscheide sind. Das ist vielleicht auch eine in einer in einer nicht eurozentristischen Art und Weise. Wenn wir also nicht auf das Ende des Kalten Krieges, den Fall der Mauer und all diese Dinge schauen, dann werden wir sehen, dass hier in der Region die 70er Jahre möglicherweise viel, viel wichtiger sind. Vor allem dadurch, dass der politische Islam zu einer Kraft wird. Und das wird er, ich denke, in aller Deutlichkeit mit der iranischen und dann der islamischen Revolution. Und das kann man, glaube ich, man kann deshalb diese Revolution und die anderen damit zusammenhängenden Ereignisse, also die Besetzung der großen Moschee von Mekka im November 1979 und die sowjetische Intervention in Afghanistan im Dezember 1979 gar nicht überschätzen. Da beginnt ein neues Zeitalter, während das alte Zeitalter in der Weltpolitik noch nicht vorbei ist. Seit dem Jahr 1979 ist politischer Islam in ganz, ganz unterschiedlichen Variationen ein Thema der Weltpolitik und ist es bis heute, wie wir an den Ereignissen der letzten Tage auch festmachen können. Trotzdem ist das, was wir dort sehen, einerseits Religionskonflikt, es ist ein Konflikt von politischen Ideologien, Monarchien gegen Republiken und so weiter. Aber wir sehen in den Aktivitäten der Iraner natürlich auch eine gewisse Kontinuität. Ja, da gibt es ein Reich, das glaubt seit sehr, sehr langer Zeit oder dessen politische Eliten seit sehr, sehr langer Zeit glauben, dass sie ein Anrecht haben auf eine Vormachtstellung am Persischen Golf, im Nahen Osten. Das war unter dem Schah nicht anders, nur war der natürlich dadurch eingehegt, dass die meisten Nachbarn mit den USA verbündet waren und er auch. Und jetzt sehen wir eben die Iraner in den letzten 40 Jahren auch persische Großmachtpolitik betreiben. Ja? Und die Perser standen vor, das ist vielleicht etwas weit hergeholt, aber sie standen natürlich im Libanon schon einmal und bis fast nach Griechenland. Und genau das machen diese Leute in Teheran. Und aus meiner Sicht ist der ideologische Faktor, der ist schwächer geworden. Ganz einfach deshalb, weil das in der Natur solcher großen Massenrevolutionen liegt, dass sich der ursprüngliche Impetus etwas abschleift, dass dann die Regime versuchen müssen, an der Macht zu bleiben und das natürlich auch durch äußere Konflikte. Und in den letzten Jahren, seit 2011, haben die Iraner aus meiner Sicht meisterhaft die Situation in der Region genutzt. Sehr, sehr schwache Staaten. Sie haben einen beispiellosen Aufstieg hinter sich im Irak.
Sie haben einen beispiellosen Aufstieg hinter sich in Syrien. Im Libanon waren sie ohnehin stark. Und mittlerweile haben sie auch großen Einfluss im Jemen. Da sind wir eine Großmacht am Berg. Zur heutigen Zeit kommen wir gleich noch ein bisschen, Herr Trittin. Aber wenn wir uns noch mal in die Zeit 79 zurückversetzen, der Schah musste fliehen, hat abgedankt. Das war eine Niederlage unmittelbar auch für die USA. War das dann gleichzeitig auch ein Sieg für die Sowjetunion? Ja, das hat die Sowjetunion geglaubt. Aber es war nicht so. Und das musste sie auch sehr schnell lernen. Und es stellte sich raus, deswegen habe ich vorhin diesen Begriff so zum Ende der säkularen Blöcke gewählt, dass das nicht funktioniert. Und im Gegenteil, aus dieser Blocklogik heraus hat die Sowjetunion noch geglaubt, in der Folge mit der Stützung eines laizistischen Regimes in Afghanistan tatsächlich die dritte Welt hinter sich zu kriegen. Das Ergebnis ist gewesen, dass sie in einen massiven Konflikt mit der afghanischen Bevölkerung, zu allen Teilen der afghanischen Bevölkerung geraten sind und dass aus im Grunde genommen aus der Logik der alten Blockkonfrontation heraus der Westen gesagt hat, jetzt rüsten wir die Feinde meines Feindes aus. Und die Feinde meines Feindes waren dann Menschen, die sich oder Kräfte, die sich hinterher wiederum als Feinde herausstellten und in den Twin Towers in New York gelandet sind. Das ist ein bisschen die Tragik der ganzen Geschichte. Aber ich glaube, am Anfang der Auseinandersetzung haben viele, genau auch politisch Verantwortliche, diese Zeichen, die da stattgefunden haben, nicht sofort verstanden, dass plötzlich aus dieser alten Blocklogik bist du für Amerika oder bist du für die Sowjetunion ausgestiegen wurde zugunsten etwas Drittem, was wiederum Gegenreaktion auch übrigens in dem religiösen und im islamischen Bereich ausgelöst hat. Hans-Mann, welchen Einfluss hat denn dieser Umbruch auf die Stabilität der Region gehabt? Bis heute spürt man es. Und man kann es sagen, dass heute ist es stärker als je. Dieser Einfluss, dieser negative Einfluss, Instabilität in der ganzen Region. Aber ich muss es auch sagen, das ist nicht nur Region, das sind Welt. Also die letzten Entwicklungen in dem arabischen oder persischen Golf, wenn man Öltanker erfasst, die sind Öltanker, die Benzin oder Öl nach Europa tragen. Oder wenn man etwas in Europa entdeckt, die Bedeutung ist sehr schlimm. Die haben es versucht, die schiitische Revolution zu exportieren, weil es Teil ihrer Ideologie ist, die schiitische Ideologie ist. Dann kann man sie finden in Südamerika. Die haben schon die israelische Botschaft und das Gebäude der israelischen Kultusgemeinde in Argentinien explodiert. Es gab diese Konzentration von ihren Anhängern in die Grenzecke von Paraguay, Brasilien und Argentinien. Gehen wir weiter in Westafrika. Die verwenden diese Expats aus Libanon oder aus Iran, aber am meisten libanesische Schiiten, die vor Jahrzehnten her nach Afrika ausgewandert sind. Und schließlich kommt es zu unseren Regionen. In unseren Regionen bis vor wenigen Jahren konnte man sagen, dass der einzige Erfolg war Libanon wegen Hisbollah. Und dort ist ein beispiellos Lage, wo eine Organisation eine Stadt hat. Also nichts findet statt in Libanon, ohne dass der Nasrallah das Ja-Wort gibt. Jetzt ist es auch in Syrien und auch in Irak. Und Jemen und die Houthis und Gaza selbstverständlich versuchen es irgendwie, das heißt, alle Vermögen, alle Einnahmen von ihren Rohstoff, also von Öl und Gas, die größte Teil von diesen Einnahmen in diesen Subvention, also in diese Terroraktivität investiert ist. Herr Trittin, wenn man das alles hört, wie gefährlich ist denn die aktuelle Lage? Sie ist brandgefährlich, weil aus einer Situation, wo verschiedene potenzielle Kriegsparteien sagen, sie wollen keinen Krieg, das würde ich für alle sagen, auch übrigens für den Iran. Die Saudis haben es erklärt, die Amerikaner haben sich so verhalten praktisch, als eine Strategie gibt der scheinbar begrenzten Provokation und Gegenprovokation. Und das ist etwas, wo es ein enormes Eskalationsrisiko gibt. Wenn das nicht mehr kalkulierbar ist,
Wenn also sozusagen die Begrenztheit der Konfrontation von der anderen Seite missverstanden wird, dann sind wir sehr schnell in einer Situation einer dramatischen Eskalation. Ich will nur, weil Sie das gesagt haben, Herr Steinberg, da was die Rolle des Iran angeht, man muss sich auch klar machen, dass man es dem Iran teilweise sehr leicht gemacht hat. Es sind Vakui entstanden. Die berühmteste ist die Frage des Krieges gegen den Irak, den der jüngere Bush dort geführt hat, was zu einer Zerstörung einer Gesellschaft und zu, der wirkliche Gewinner dieses Krieges war der Iran, muss man sich nichts vormachen. Also sozusagen da. Die Gleichgewichte verschoben. Und wenn Sie sich schauen, so eine Situation, wo im Bahrain eine breite Masse der Bevölkerung von der Herrschaft ausgeschlossen wird und dann sozusagen mit Unterstützung Saudi-Arabiens und Fahrzeugen, die die Deutschen mal geliefert haben, ein solcher Volksaufstand, eine Demo niederkatitschelt, dann schafft man sozusagen plötzlich auch Alliierte an solcher Stelle. Und selbstverständlich sind die Iraner diejenigen, die die Houthis unterstützen, mit Waffen, mit Technologie ausstatten. Aber man muss den Konflikt auch verstehen als einen Konflikt, der übrigens bis nach Saudi-Arabien reinreicht, der auch seine sozialen und andere Ursachen hat an dieser Stelle. Das heißt, wir sind in einer sehr, sehr komplizierten, aber sehr eskalationsgefährdeten Situation. Herr Steinberg, gibt es so eine Art dritten Weg, kann man sich das vorstellen, also zwischen Trump und den Europäern? Was kann man in dieser Situation tun? Ja, das Wie ist, Verfahren ist das? Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig, ne? Weil die Europäer sagen im Moment, naja, wir haben diese Eskalation, klar, die ist auch ein Problem. Es ist ein Problem für alle, wenn das Herz der Welt-Erdölversorgung, wenn es denn so etwas gibt, angegriffen wird von den Iranern. Aus meiner Sicht vollkommen klar. Aber die Europäer sagen nun, der Beginn der Eskalationsspirale, der liegt im Mai 2018, als Präsident Trump das Atomabkommen aufgekündigt hat, während die Amerikaner, zumindest die amerikanische Regierung, sagen würden, nein, das ist jetzt, das zeigt uns die wahre Natur des iranischen Regimes. Die nehmen billigend sogar einen Konflikt, einen kriegerischen Konflikt in Kauf und da müssen wir reagieren. Ich sehe da tatsächlich zwischen den Regierungen, die zumindest bis dann Januar 2021 an der Macht sind, kaum eine Möglichkeit. Ich glaube, dass der grundsätzliche Fehler in der gegenwärtigen Situation, wie sie durch die USA gegeben war, war, dass die Iraner sich im Mai, Juni 2019 zur Eskalation entschieden haben. Aus meiner Sicht wäre es sehr viel klüger gewesen, abzuwarten. Alles, was die USA von dem Zeitpunkt an gemacht hätten, wäre, sich selbst ins Unrecht zu setzen. Die Amerikaner hätten jegliche Unterstützung verloren. Und das alles in der Hoffnung darauf, dass Präsident Trump nächstes Jahr vielleicht nicht wieder gewählt wird. Die gegenwärtige Situation führt aus meiner Sicht fast zwangsläufig zu einem kriegerischen Konflikt. Ich glaube auch, dass die USA reagieren müssen. Ja, das ist ein Angriff in einer Art und Weise, wie er vor 10 oder 20 Jahren in jedem Fall eine militärische Reaktion provoziert hätte. Es ist nur dieser unberechenbare amerikanische Präsident, der einerseits Maulheld ist und andererseits dann, wenn es drauf ankommt, kneift, der da für eine andere Reaktion ist. Ein kurzer Satz. Ja. Sehr interessant, weil die Amerikaner sind heute eigentlich unter Trump in derselben Situation wie Obama damals 2013 in Syrien mit roten Linien. Greifst du jetzt an und hältst deine roten Linien ein oder nicht? Ich spreche jetzt über den letzten Angriff in Saudi-Arabien, wo die Ölraffinerien angegriffen wurden. Ob jetzt die Amerikaner zeigen, ob sie mehr machen, die jetzige Administration, oder ob sie auch eine Art Rückzieher machen, wie es in Teheran dann wahrgenommen wird, wie Obama 2013, wo dann eine Lücke entstanden ist, wo erst die Russen eintreten konnten. Da würde ich gerne noch mal eine... Der Unterschied ist aber doch, Syrien ist für die USA unwichtig. Sie wollten mit Syrien nichts zu tun haben. Saudi-Arabien ist einer neben Israel der wichtigste Verbündete der USA in der Region. Und das, glaube ich, ist der Unterschied. Deshalb müsste doch eigentlich die USA auch reagieren, oder? Ich weiß nicht, was die USA entscheidet, aber Sie haben vorher erwähnt, diesen wirtschaftlichen Aspekt. Heutzutage ist es auch sehr fähig. Also alles, was die Saudis tun mussten, um das zu eskalieren, war zu sagen,
wegen dieser Angriff auf diesen Refineries, dann müssen wir unsere Ölexport bei 50% reduzieren. Die Auswirkungen auf die Börsen in Europa oder in Amerika sind, spürt man schon. Also alles, was die Saudis tun sollen, ist das zu sagen. Niemand weiß, ob es eine wirkliche Reflexion der Lage ist oder etwas Künstliches gemacht, um das zu provozieren. Also positive Provokation, kann man das auch so definieren. Wie der Herr Trittin das definiert hat, es ist sehr eskalierbar und niemand eigentlich einen Krieg möchte, aber was kann schon passieren, und wir waren schon in der Vergangenheit auf die Ecke von einem Krieg auszubrechen. Und passen Sie auf, wir reden jetzt über Iran, das Gefahr und wir haben noch nicht über Atom gesprochen, also wirklich diese Atomprojekt, militärische Nuklearprojekte gesprochen. Noch kurz die Frage, Herr Schalika, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wie wird sich Israel denn verhalten in dieser Situation? In Bezug auf? Ja, auf die jetzige Situation. Wenn die USA eingreift oder auch nicht eingreift, wird Israel abwarten? Wird Israel im Moment gar nicht reagieren? Also zuallererst, so wie ich es wahrnehme, besteht schon Krieg. Ist ein offener Krieg, den die Medien teilweise nicht wahrnehmen. Manchmal dieses Puzzle auch nicht 1+1 machen können, weil man nicht einen tiefen Einblick hat. Aber es passieren jeden Tag hier um uns herum passieren Dinge, die kriegerisch sind. Und damit meine ich, was im Libanon passiert, was in Syrien passiert, was im Irak passiert, was in Jemen passiert. Und was angeblich passiert oder nicht passiert, es geschehen Dinge. Und das ist wirklich eine Realität, wo Israel sich teilweise gezwungen sieht, immer wieder, ich sag jetzt mal, die Alarmglocke zu läuten. Manchmal hat man das Gefühl, selbst Partner, auch in Europa, nehmen diese Alarmglocken nicht ernst. Es wirkt manchmal wie Hysterie. Aber Fakt ist, dass man muss nur die Augen aufmachen, lesen, hören, was bestimmte Islamisten im Iran, bestimmte führende Islamisten, angefangen vom Ayatollah Khamenei über den Chef der Revolutionsgarden bis hin des Chefes der Armee und anderen, was sie von sich geben. Sie reden nicht um den heißen Brei. Und in dem Sinne nimmt Israel, gerade Israel mit der Geschichte, wo man als Jude weiß, wenn man sich selber nicht wehren kann, dann wird man eventuell keine Hilfe bekommen, ist der jüdische Staat in einer Situation heute, wo man weiß, wenn es hart auf hart kommt, muss man in der Lage sein, sich zu wehren gegen ein Land, was nicht mehr irgendwie 500 oder 900 Kilometer entfernt ist, sondern teilweise überall um uns herum sich positioniert hat. Das heißt, Zweigstellen aufgemacht hat an der Grenze Israel-Syrien, an der Grenze Libanon-Israel, im Gazastreifen. Das heißt, der Gürtel um Israel herum wird vom Iran immer enger geschnallt. Das alles kostet enorm viel. Die letzten Angaben, die ich zum Beispiel kenne, ist, das korrigieren Sie mich, Herr Steinberg, wenn Sie, dass der Iran zum Beispiel 700 Millionen Dollar plus minus jährlich der Hisbollah im Libanon bezahlt. Dass sie 100 Millionen Dollar an Terroristen im Gazastreifen, Hamas und die palästinensische islamische Dschihad-Organisation überweisen, um diese Terroristen und schiitische Milizen, Afghanen, Pakistaner etc. in Syrien für ihre Sache kämpfen zu lassen. Herr Trittin, inwiefern glauben Sie denn, dass im Iran tatsächlich Reformen stattfinden können? Oder wird der Iran sich in eine andere Richtung entwickeln können? Und was würden Sie sagen, wie groß ist der Konflikt? Wird es tatsächlich Krieg geben in der Region? Ja, das wird nicht von der iranischen Bevölkerung abhängen. Das wird davon abhängen, wie diejenigen, die die militärische Verantwortung im Iran und anderswo haben, tatsächlich ihre Entscheidungen treffen. Übrigens, wenn Sie über die Frage Gaza reden, da spielt bei der Förderung der Moslembruderschaft noch ein anderer Staat eine große Rolle, das ist Katar. Ja, Katar fährt mit dem Geldkoffer rüber. An der Stelle, ich glaube, dass das Grundsetting, dass die Eskalation, die, da stimme ich Herrn Steinberg zu, angefangen hat mit der Aufkündigung dieses Abkommens und der Politik des maximalen Druckes,
dazu führt, dass wir jetzt in einer Situation sind, wo eine Fehleinschätzung des Gegenübers, nochmal, ich behaupte, alle wollen zurzeit keinen großen Krieg, weil das, was wir jetzt an kriegerischen Auseinandersetzungen in der Umgebung sehen, und ich will nicht Idlib und Ähnliches verharmlosen, aber was wir dann sehen würden, wenn es eine solche Eskalation gibt, das hätte ganz andere Auswirkungen, übrigens auch auf die Weltölversorgung an dieser Stelle, weil natürlich sind Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate und andere extrem verletzlich in dieser Situation. Und das ist auch der Grund, weswegen wir uns in der jetzigen Situation Sorgen darüber machen müssen, wie diese Politik der Konfrontation und der angeblich begrenzten Eskalation möglicherweise außer Kontrolle geraten kann. Ich glaube, es ist an der Zeit, tatsächlich den Versuch zu machen, diejenigen, die mit den einen wie den anderen reden können, den Versuch zu machen, diese Politik der begrenzten Eskalation ein Stück des Motivs zu nehmen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen für diese angeregte Diskussion. Wir haben die Linie gezogen von 1979 bis in die heutige Zeit, denn die Revolution im Iran wirkt bis heute nach. Am Tisch eint, glaube ich, alle die Sorge darum, wie es in dieser Region weitergeht. Und deswegen wird das sicherlich nicht die letzte Diskussion zu diesem Thema gewesen sein. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen.